Jo, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Xperia und ich zeig dir heute, wie du diesen coolen Hühnchenstall bauen kannst. Hierzu brauchst du Eichenholzbretter, Fichtenholzstufen, Fichtenholzzäune, ein Fichtenholzzauntor, Laternen, Wassereimer, Eichenholzstufen, Rahmen, Eier, Geweihkorallenfächer und Hühner. Zuerst gehen wir hin und machen ein 3x3 Blöcke großes Loch, das wir dann mit Eichenholzbrettern füllen. Nun gehen wir hier hinten rum auch einmal mit den Eichenholzbrettern lang. Das Ganze machen wir nun 2 Blöcke hoch. So, wenn wir das gemacht haben, brauchen wir die Stufen. Die kommen jetzt nämlich einmal hier hin und wir lassen sie auch natürlich noch überstehen, dadurch sieht es besser aus. Hier kommen sie auch nochmal hin. Und das gleiche auf der anderen Seite. Heißt hier und einen Block drunter. Heißt hier. So, wenn wir das gemacht haben, kommen hier 2 Stufen hin und hier 2. Nun gehen wir hier drauf einmal lang, machen dasselbe nochmal, auf der anderen Seite natürlich auch und hier oben auch nochmal. Hier hinten machen wir es jetzt wie immer noch eins länger und dann haben wir das Dach auch schon fertig. Nun brauchen wir die Zäune. Mit denen gehen wir nämlich nun einmal hier lang und hier 3 Blöcke. Dann hier einmal rein um die Ecke und hier. Hier kommt nun das Zauntor hin. Nun gehen wir erstmal rein, platzieren hier eine Laterne und hier. Da kommt jetzt auch eine Laterne hin und nun gehen wir auch schon hier hinten hin. Die 3 Blöcke machen wir weg, füllen das Ganze mit Wasser und platzieren hier auf die obere Hälfte des Blockes die Stufen. Nun brauchen wir die anderen Gegenstände, nämlich die Rahmen, Eier, Geweihkorallenfächer und natürlich die Hühner. Hier kommen nun die Rahmen hin und da rein, in die Rahmen, kommen nun unsere Eier. Die können wir jetzt noch ein bisschen beliebig drehen, aber auch einfach so lassen, wie sie sind. Nun müssen wir uns hier auf diese Ecke fokussieren und jeweils eine Koralle platzieren. Und es sieht aus wie ein kleiner Brutplatz der Hühner. Nun kommen hier noch 5 Hühner rein oder je nachdem, wie viele ihr haben wollt. 1, 2, 3, 4, 5 und fertig ist unser kleiner Hühnerstall. Das war das Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein kostenloses Abo da, ein Like und aktiviere die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.